Wir haben durchaus Chancen, aber wir müssen sie jetzt schnellstens nutzen, damit wir unseren Wohlstand nicht verlieren. Wie schauen Sie auf diese politische Diskussion über den Umgang mit unserem wichtigsten Partner außerhalb der westlichen Zone? Ja, die muss man enorm balanciert führen. Und deswegen kann es kein Decoupling geben. Also wenn man zwischen Decoupling und De-Risking sozusagen unterscheidet, dann kann es nur um De-Risking gehen. Es ist doch völlig fatal, darüber nachzudenken, heute die Verbindung zu China zu cutten. Wenn es Unternehmen gibt, und wir alle sprechen in diesem Raum über die großen Automobilhersteller, die vielleicht 30-40% ihrer Umsätze, zum Teil sogar höher von ihren Gewinnmargen, von China abhängen. Übrigens habe ich das letztes Jahr schon auf einer anderen Konferenz gesagt, dass das enorm wichtig für jedes Unternehmen ist, diese Diversifizierung voranzutreiben. Aber das kann ich eben nicht innerhalb von einem Jahr machen, sondern das ist ein Prozess, der dauert 5 bis 10 Jahre. Es ist unmöglich, da jetzt von einem aufs andere Jahr rauszugehen. Die Inflation, Sie haben sie mal das Gift genannt, das Gift der Volkswirtschaft, das ihr jetzt ja wieder entzogen werden muss. Wie weit sind wir da bei diesem Entzugsprozess? Es wäre ein schwerer Fehler, jetzt in irgendeiner Form nachzulassen. Ich beschreibe das immer so, das ist genauso, als wenn Sie 40 Fieber gehabt haben und das Fieber ist auf 38,5 oder 39 zurückgegangen und Sie hören auf, Ihre Medizin zu nehmen. Dann haben Sie einen Rückschlag, der schwierig wird, sozusagen zu bekämpfen. Manchmal geht er auch fatal aus. The market is priced for perfection. Wir haben Preise, die sind im Grunde genommen für die Wirtschaftskraft, die wir haben, für den Ausblick, den wir haben, sind die kaum gerechtfertigt. Wir werden in eine Situation reinkommen, wo die Finanzierungskosten für länger oben bleiben. Das ist so. Die Inflation ist einfach beständiger und härter und bleibt uns auch etwas länger bestehen, als wir es vielleicht gedacht haben. Das heißt, die Börsenkurse sind übertrieben. Und deswegen glaube ich, dass dort schon ein Potenzial da ist, dass es den ein oder anderen Rückschlag gibt. Aber es ist richtig, um die Inflation aus dem System zu bekommen, um es wirklich rauszuschwitzen. Aber die Neuinvestitionen, die finden woanders statt, die finden nicht mehr hier am Standort statt. Wie weit ist dieser Prozess fortgeschritten? Wie ernst nehmen Sie ihn? Denn Sie sehen das ja auch in Ihren Kreditbüchern. Der Heimatmarkt liegt bei uns vor der Tür. 400 Millionen Menschen. 400 Millionen Menschen. Aber nichts passiert, Herr Seewing. Und wenig passiert. Und diese Erkenntnis und diese Entscheidung, dass man dann sagt, was müssen wir geben, welche Konsensbereitschaft habe ich, welche Kompromissbereitschaft habe ich auch auf einzelnen Punkten, die Deutschland geben muss, die andere Länder geben müssen, dass wir einen einheitlichen europäischen Markt haben. Das muss passieren. Das ist das Wichtigste von allem. Endlich einen europäischen Markt für Güter, Dienstleistungen und Services zu etablieren. Wie kann es denn sein, dass wir in Europa 400 Millionen Menschen haben in der EU und wir haben über 100 Telekom-Providers? Gehen Sie in Amerika, 350 Millionen Einwohner und ich glaube, wir haben 4 große Anbieter. Eine Energiewende, von der die Banken am Rande betroffen sind, aber sie produzieren nicht, sie sind nicht in gleicher Weise wie eine BASF und Volkswagen auf Energie angewiesen. Kann die deutsche Volkswirtschaft das in diesem Tempo stemmen oder würden Sie sagen, da hat eine Überpriorisierung stattgefunden? Die Transformation ist eine enorme Chance für Deutschland und für Europa. Wenn wir einen Wachstumsmarkt haben, ist es diese Transformation. Ich glaube, dass grüne Technologien insbesondere aus Deutschland und aus Europa heraus sozusagen ein neuer Exportschlager werden kann. Wir brauchen pro Jahr in Europa mindestens 500 Milliarden Euro an Investitionen, um Europa auf Net Zero zu bekommen im Jahr 2050. Und diese 500 Milliarden Euro werden niemals durch ein öffentliches Budget, durch den Staatshaushalt gedeckt werden. Und leider ist es auch so, Herr Steingart, werden alle europäischen Banken, alle, nicht in der Lage sein, in irgendeiner Form jedes Jahr 500 Milliarden Euro an Zusatzkrediten zu geben. Das heißt, wir brauchen einen dritten Markt. Und dieser dritte Markt ist der europäische Kapitalmarkt. Wenn wir den europäischen Kapitalmarkt nicht hinbekommen in den nächsten 5 Jahren, wird es den Green Deal in Europa nicht geben und wir verpassen die Zukunftstechnologie grüne Transformation.